Hallo, liebe Lesefreunde. Ich stehe hier vorm Buchregal und möchte Ihnen heute ein wunderbares Buch vorstellen. Dieses Frühjahr und Sommer mein Lieblingsbuch. Dörte Hansen, Altes Land. Ich muss sagen, wer es noch nicht gelesen hat, selber schuld. Um was geht es in dem Buch? Das alte Land ist gemeint, das alte Land bei Hamburg. Zeitfenster, Spätfrühjahr 1945. Eine junge Frau mit einem kleinen Kind, Mädchen, steht vor einem Bauernhaus und sucht quasi Asyl. Sie ist ein Flüchtling aus Ostpreußen. Die Dithmarschen Bauern sind der Sache gegenüber, was Flüchtlinge anbetrifft, sehr zugeknöpft. Aber sie schafft es, bei einem Bauern unterzukommen. Und nicht nur das, sondern später heiratet sie auch den jungen Bauern. Hier wird aber nicht die Geschichte von der Mutter erzählt, sondern von der Tochter. Die Tochter hat es sehr schwer. Sie muss sich anpassen in dem ihr so fremden Land. Von der Sprache her, in der Schule wird sie gemobbt, aber sie schafft es, sich irgendwie durchzuwuseln. Sie erlernt auch später einen Beruf, der für die Gegend sehr wichtig ist. Sie wird Tierärztin. Nun wäre es ja jetzt nicht so eine spannend erzählte Geschichte. Was mir bei dem Buch sehr gut gefallen hat, war die Sprache. Die Sprache, das passt. Die ist der Landschaft angepasst, die ist den Menschen angepasst und jedes Kapitel endet mit einem sehr saftigen, kernigen Spruch. Ja, Altes Land, Dörte Hansen, sehr zu empfehlen. Würde mich freuen, wenn auch Sie Spaß haben an dem Buch. Dankeschön.